Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Grim Dawn. Und wir gehen wieder zurück dahin. Genau. Wir ein paar Sachen haben liegen lassen. So. Schön aufnehmen. Ich habe alles verkauft und... Ich verstehe es nicht. Wie wird das berechnet? Das vom Schaden her... Der physische Schaden oben ist kein großer Unterschied. Also, Tugend des Feuers macht, glaube ich, mehr Schaden. Von der Angriffsgeschwindigkeit ist 0,02 Angriff pro Sekunde schneller. Aber dafür, da physische Schaden gibt es mehr, Feuerschaden zusätzlich noch. Feuerschaden mehr, also wir machen mehr Schaden mit Feuerschaden, Wundschaden, Verbrennungsschaden, physischer Schaden in der Feuerschaden umwandeln, Angriffsqualität. Aber ist es wegen der Angriffsgeschwindigkeit, dass die so hoch bewertet wird? Hier haben wir auch 13. Hier ja, ist sogar eigentlich. Ich verstehe es nicht. Wir haben auch noch den Helm abgeändert. Und. Die Schultern sind sie vielleicht. Nein. Okay, machen wir einfach weiter. Einfach weiter, nicht darüber nachdenken, was das für ein Schwachsinn ist. Nein. Okay, für dahin zu kommen, müssen wir unten lang. Okay. Gut. Dann machen wir es halt zuerst einmal so. Da ist ja auch noch eine Truhe. Oder ein Rucksack. Es steht Rucksack dran, also ist es ein Rucksack. Gut. Oh, hi! So, das sind alles keine Gegner für uns. Aber wie kann die Waffe... Nur weil sie ein bisschen schneller reinhaut? Gefährliche Domäne. So, okay. Monster haben eine stark verbesserte Gesundheit und Energieregeneration, sind aber anfälliger für solche Gift und Blutungen. Wir haben weder Seuche noch Gift. Wir machen Feuer und physischen Schaden. So, du Hexendoktor. Da war noch einer. Ist das... Ja, auch noch. Hier auch. Der... Moment, ist das eine Falle? Wurde sie schon ausgelöst? So. Machen wir die Hexendoktoren mal alle fertig. Muss man lang genug draufbleiben? Ja, wenn wir lang genug draufbleiben, dann kommen die Stachel raus. Gut, also wenn wir einfach durchspeeden mit unseren Fähigkeit. In diesem Gewusel erkennt man nicht, wer Freund und wer Feind. Okay, wer Feind ist, erkennt man, aber... Was man nicht erkennt, ist, wer ein Hexendoktor ist. Mann.
Man muss nicht mal lange drauf stehen, sondern einfach durchlaufen. Das reicht also schon. So. So. Okay, was haben wir sonst noch? Oh, hi. Oh nein, ich werde die Waffe nicht ändern. Weil die angeblich ein bisschen mehr Schaden macht. Also die andere, meine ich. Das ist so unlogisch. Okay. So, dann hätten wir die auch aufgemacht. Gut. Hier sind wir lang gegangen. Hm. So. Oder? So, macht nun das. Ich dachte, da vorne wäre es fertig, aber es scheint, als würde es noch sehr viel weitergehen. Ah, da entlang. Und so. So, kommt schon. Ihr denkt wirklich, ihr könntet mich besiegen. Okay, okay. Musikkarte ein bisschen studieren, damit wir wissen, wo wir hin müssen. Gut. Ich glaube, wir gehen zuerst unten lang. Na, zwei Hexendoktoren. So. Das sind immer die mit diesen seltsamen Stöcken. Was haben wir hier? Nichts, wie es scheint. Wo geht es dahin? Sehr gut. Wow, okay. Kein Wunder, dass man hier vollkommen durchdreht und nicht weiß, wo oben und wo unten ist. So. Irgendjemand hier einen Hexendoktor? Nein. Ah. Okay, das habe ich nicht gesehen. Es war rein Intuition, als ich da losgestürmt bin. Aber gut. Also menschliche Überreste. So, Hexendoktor, stirb. Bevor er auf die Idee kommt, die anderen zu heilen.
Gut. Sonst noch was? Nein. Gut. Das sind aber viele. Vielleicht stirbt er. Der hat gerade so überlebt. Geschafft. Okay, ein bisschen näher ran, damit wir es besser studieren können. Hier haben wir Holzboden. Was auch immer das zu bedeuten hat. Einfach mal alle zu euer feinen Haufen. Sogar noch mehr. So. Okay, und hier ist sozusagen das Ende. Bam. Weg damit. Da bist du ja. Da, noch ein Hexendoktor. Gut, jetzt einfach überall nochmal schnell drüber gehen. Schauen, ob man nichts vergessen hat. So, hier aufmachen, aufnehmen. Gut. Okay. So. Das scheint nicht sehr gut versteckt zu sein. My inventory is full. Ernsthaft? Schon? Gut, dann schauen wir mal kurz, was haben wir Schönes hier. Gut. My inventory is full. Ja, ja, ja. Das ging aber schnell. Okay. Mal beobachten. Gibt es etwas, das vielleicht von Wert? Durchschlag, Lebensschaden, Raffinesse, Angriffsqualität, Angriffsschaden im Leben umwandelt. Gut. Bleibt da so, wie es ist. Da, schon wieder. Angriffsgeschwindigkeit. Sonst vom Schaden, ja. Ich glaube, Angriffsgeschwindigkeit wird sehr hoch berechnet. Obwohl das hier fast 10%
Angriffsschaden in Leben umgewandelt. Nicht schlecht. Aber nein. Gut, dann ab geht's zurück nach Baltimore. Nee, nach Devil's Crossing. Da verkaufen wir einfach alles. Rüber. Auch weg. Noch schnell hier vorne abgeben. So ab ins Lager. So. Ja, die sollte ich irgendwann auch mal lesen. Was ist das? Okay, dann machen wir einfach weiter. I'll keep an eye on this. Also gut. Rein da, wo? Da. Da waren wir. So. Da geht's ja noch weiter. So. Oh, hi. Den habe ich mich nicht mal drauf geachtet. So, wo? So gut. So, hier und hier. Elixier des Geistes, bla bla bla. Oh, Dynamit. So. So, haben wir sonst noch etwas? Nein. Ich will aber diesen Typen da umnieten. Dafür müssen wir... Wow. Den ganzen Weg zurückgehen. Wie nett. Super. Dann einfach mal draufhauen. Das kommt gut. Ist dieses Einfrieren. Ja. Okay. Oh, wer bist du denn? So, kommt her. Das ist aber mal nett. So. Was machen die denn da draußen? So, hier, da. Überall eins aufs Fressbrett. Da habt ihr es davon. Das habt ihr jetzt davon. Ernsthaft? So. Gut. Okay, genau hier.
sind wir fertig. Gut. Jetzt fehlt nur noch den Weg zurück nach oben und dann noch weiter nach unten. Also ich glaube, es geht nach unten. Es könnte aber auch nach draußen führen. Das werden wir gleich sehen. Oh, hi. Das glaube ich mir jetzt nicht. So, Hexendoktor. Tot. Keine weiteren Fragen. So. Das ist ja bescheuert. So, was haben wir hier? Okay, ein Fallgitter, sonst nichts. Und auch keinen anderen Weg können wir da lang gehen. Okay. Kommen wir? Ja, da. Nee, das sind Pyromane. So. Der hat sich gerade ergeben. Wer bist du denn? Aber gut, solange es nur der ist. So. Also, der Typ scheint uns nichts. Oh, okay, das ist jetzt überraschend. Woher kommt auf einmal die Blutung? Sehr gut, die Heilung war stark genug, aber okay, das war eigentlich einfach. Es war nur ein bisschen aufreibend. Okay, jetzt Dynamit. Also, jetzt haben wir mittlerweile genug Dynamit reingeholt. Was ist das? Was? Junior-Entdecker. Errungenschaft freigeschaltet. Das ist nett. Und das habe ich auch gesehen. Okay. Bam. Was haben wir hier? Hä?
nicht so. Nein. Nein, einfach nur nein. Und haben wir sonst noch etwas, das vielleicht von Bedeutung sein könnte? Nein. Nein. Oh, oder warte. Nein. Nee, nur Schrott. Gut. Also, wo werden wir jetzt landen? Das kannst du nicht sein. Es ist zwar schön und gut, dass wir draußen gelandet sind, aber mussten wir so weit weg landen? Wir haben ja auch keine Möglichkeit zurückzugehen. Wieder rein und... Verflucht. So, jetzt ist die Frage, wie weitläufig kann das noch sein? So. Okay, dann haben wir es hier verbunden. Da gibt es ja auch noch einen Hexendoktor. Hat den trotzdem nichts gebracht. Aber gut. Was gibt es hier oben? Der Heiler. Bist du der? Nein. Der Heiler ist du. Weiß man die Kuchen? Okay, das sind die Mantikuchen. Okay. Gut zu wissen. Jetzt die Frage. Was haben wir hier? Interessant. So, dann sterbt ihr, Weißmantikoren. Kriegen wir von denen überhaupt das, was wir suchen? Die Giftdrüse, hä? Oder kommt es nur raus bei der normalen Mantikore? Was ist eine normale Mantikore? Hier gibt es ja noch mehr von denen. So. Und alle tot. Ich würde aber sagen, das war's für diese Folge. Also, liebe Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.